So Leute, nächste Folge. Endlich ist ein großer Schritt passiert. Die Vorarbeiten vom Kabinett bis, ich glaube, ein Loch noch zur Rückseite durch. Das mache ich aber dann erst, wenn alles eigentlich soweit fertig ist. Bis auf das ist alles soweit fertig. Vom Rohbau her. Sprich, ich kann jetzt hier die ganzen Löcher verspachteln und danach grundieren, füllern und lackieren, weil innen wird er ja bloß rauslackiert, schwarz, und außen werde ich auch einmal drüber gehen, einfach, dass die Folie besser hebt. Ja, hier an der Platte habe ich auch den Schlitz außenrum gemacht für das T-Molding-Band. Also ich war gestern noch sauber aktiv hier und heute spachteln und schleifen. Gucken wir mal, wie weit ich komme, und ich hole euch dann einfach später wieder dazu, wenn ich hier an dem Okolyten ein bisschen was fertig gebracht habe. Aber erst muss ich noch aufräumen hier wieder. Ein-, zweimal drüber gespachtelt, und als nächstes nehmen wir mal einen Schwingschleifer und verschleift es einfach mal. Gut, ich könnte es auch mit der Hand verschleifen, mit einem Schleifklotz, aber ich glaube, in dem Falle hier probiere ich es einfach mal mit dem Schwingschleifer aus. Huibu, etwas staubig jetzt hier herin, aber Leute, ich bin fertig mit Schleifen. Quält mir soweit recht gut. Manche Stellen vielleicht nicht ganz so hundertprozentig wie ganz da unten und ganz da oben. Aber ansonsten bin ich eigentlich doch sehr zufrieden. Tja. Sehr geil. Der nächste Schritt ist dann das Ding füllen. Aber das seht ihr dann morgen bzw. in der nächsten Szene. Also diese MDF-Grundierung von Schöner Wohnen zum Lackieren mit der Pistole absolut ungeeignet. Aber so jetzt mit dem Pinsel zum Pinseln, okay. Das Zeug ist mal verdammt zäh. Deswegen habe ich bloß die Ränder gemacht. Das wird dann noch ein bisschen angeschliffen und dann muss gut sein. Dann lackiere ich die Flächen halt einmal vorsichtig schwarz. Lass trocknen, schleift es an. Und lackiere noch mal drüber, dann habe ich es wenigstens schwarz grundiert. Und die Platten und die Schublade, genau dasselbe Spiel. Ja, egal. Jetzt ist auf alle Fälle erstmal Trocknung angesagt und dann geht ja ein bisschen mit Schleifen weiter. Gut, soweit, so gut. Ganz genau. Noch irgendwas? Nee, im Moment nicht. So Leute, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ganz einfach aus dem Grund, das Kistel steht hier draußen, andere Teile liegen da hinten. Ja, darf jetzt erst einmal noch ordentlich trocknen, weil das mit diesen schönen Wohnfüller war nicht wirklich was. Und auf die Hebebühne kommt jetzt mein alter Passat drauf, der steht hier. Das war seine letzte Fahrt hierher. Wer irgendwelche Passat 35i Teile brauchen könnte, kann sich bei mir melden. Und der steht dann oben auf der Hebebühne, wird hochgelassen und hinten dran tue ich halt nebenbei weiter basteln. Okay, jetzt werde ich aber noch die Halle ein bisschen ausblasen. Ja, und dann geht's weiter mit Grillen. Heute machen wir das Video. Die Burger Party. Mhm. Okay, wir sehen uns. Tja, so entstaubt man heutzutage. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wer mir die Cam gehalten hat, das war jener welcher hier, Bambi Plattfuß. Mal zu Besuch. Muss auch mal sein. Ja, ich habe ihn zum Burgeressen eingeladen und
die kriegt er, bis er reiert. Okay, Leute, das war's dann an dieser Stelle für heute. Für euch wieder eigentlich bloß ein kleiner Cut und dann geht's weiter. Nächster Schritt ist dann Farbe. Tja, Freunde, wieder einen Tag später. Ich bin dabei, das Ding anzublasen. Ich habe meine Mini-Pistole rausgezogen. Die reicht mir hierfür vollkommen aus. Und die ist so klein, da kann ich die Cam noch in der Hand halten, wenn ich nebenbei lackiere. Ja, ein bisschen vorlackiert habe ich ja schon. Mir geht es eben hauptsächlich darum, dass die Kanten sauber eingeschwärzt sind. Innen drin natürlich ein bisschen schwarz. Und auch wenn wir eben folieren, wenn die Folie nicht ganz bis zum Rand geht, ein bisschen scheiße geschnitten ist oder sonst irgendwas, schimmert es nicht holzfarben oder weiß unten raus, sondern schwarz und es fällt dann eigentlich so gut wie gar nicht auf. Ja, das ist halt der Vorteil am Carbonfolie und schwarzen Lack nachher. Ja, und außerdem ist mir das ganz pauschal lieber, wenn das Holz einmal lackiert ist, einmal Farbe drauf hat und dann die Folie drauf kommt. Ich bin der Meinung, das hält besser. Kann jeder seiner eigenen Meinung sein. Einige haben schon gesagt zu mir, so ein Blödsinn, klebt das Holz direkt. Nein, ich lackiere es vorher einmal vor. Gut, aber Leute, ich werde mich hier jetzt ein bisschen abspielen. Mit der kleinen Pistole dauert es halt alles ein wenig länger. Aber ich habe wesentlich weniger Material, was ich verbrauche, weil das Ding viel, viel feiner ist und naja, es wird gut. Dann bis zur nächsten Szene, wenn ich alles fertig lackiert habe, also das Zeug hier auch noch. Also die Seitenteile werden so bleiben, da reicht, wenn ich einmal drüber gehe. Naja, vielleicht wenn ich eine Farbe übrig habe, gehe ich nochmal drüber. Rückwand muss ich ja sowieso noch drüber gehen, ordentlich, dass es richtig schön schwarz ist. Die wird ja nicht foliert. Die Kanten habe ich schon doppelt und dreifach lackiert. Die gefallen mir schon recht gut. Ja, und innen muss ich halt auch noch ganz gewaltig rauslackieren. Weil innen soll es ja direkt so bleiben. Die Teile habe ich jetzt schon umgedreht. Die Seite muss ich auch noch doppelt und dreifach lackieren, weil die bleibt ja auch komplett original schwarz. Es sei denn, ich habe genügend Folie dann übrig. Aber das weiß ich erst, wenn ich folieren tue oder foliert habe. Ja, und je nachdem, was Folie übrig bleibt, tja, innen dann halt auch noch. Aber das steht noch alles in den Sternen. So, Leute. Ja, ich habe das ganze Zeug soweit eingeschwärzt und wieder mal bin ich mehr der Überzeugung, dass Wasserfarben der letzte Rotz sind. Tja, das nächste Mal zum Einkaufen nehme ich wirklich meine Brille mit. Ist jetzt so, hilft dir nichts, um das auch mal wieder gesagt zu haben. Oh Mann, Gegenlicht. Ja, wie geht's weiter? Na, ganz einfach. Ich schaue mal das ganze Zeug morgen an, wie es aussieht. Trocknet eigentlich recht schnell. Gut, jetzt sind ein paar Stunden vergangen seit den letzten Aufnahmen, wo ich angefangen habe mit der Lackiererei. Die Sonne weg, es wird wieder kühler, trocknet nicht mehr ganz so schnell, aber bis morgen ist es soweit durchgetrocknet, dass ich mir das angucken kann. Und wenn es mir gefällt, bleibt es so. Wenn es mir nicht gefällt, schleife ich das ganz einfach nochmal leicht an und haue noch mit der Sprühdose ein Schwarzmatt drüber. Also da bin ich rigoros, aber naja. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Genau, und dann werde ich morgen, wenn ich weiß, wie es aussieht, das Video beenden und den nächsten Teil dann starten. Aber das seht ihr in der nächsten Szene. So, Freunde, kurz vor 12 in der Nacht. Ich wollte vorher noch ein Arcade-Automat-Video schneiden und habe festgestellt, ich habe gar nichts mehr auf der Festplatte. Das ist alles hier in der Cam drin. Ja, und jetzt bin ich eben noch hintergegangen, habe mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut und ich muss sagen, es gefällt mir. Ich kann das Video beenden.
nur noch ordentlich trocknen lassen und dann wird beklebt. Aber das ist dann die nächste Folge. Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde, beziehungsweise in den Grillvideos. Bis denne. Tschaikowski. Habe ich vergessen zu sagen. Sowas aber auch. Und weg.